C'est une surprise positive. Herr Josef. Bundespräsident, es war eine große Freude und Ehre, dass Sie heute zu uns gekommen sind. Was schenkt man einem Bundespräsidenten, dass man compliant ist, wie man heute sagt, dass es nicht als Schmiergeld angeschaut wird und dass man behalten darf? Wir haben Ihnen zwei Geschenke, ein leichtes und ein schweres. Das leichte Geschenk ist eine Maske. Eine Maske Flughafen Zürich. Sie soll Sie schützen vor der nächsten Krise, die kommt. Das zweite Geschenk, Herr Bundespräsident, ist etwas Schweres. Sie haben mir, als wir uns vorhin getroffen haben, gesagt, Sie würden gern mal in Zürich landen. Am liebsten auf der Piste 28, und das ist jetzt wirklich ein Zufall, weil, meine Damen und Herren, wir haben etwas ganz Einzigartiges für Sie, Herr Bundespräsident. Wir haben Ihnen ein Stück Piste. Das hier ist ein Stück Piste 28, und auf diesem Stein steht in Gold eingeschrieben für Bundespräsident Alain Berset ein Stück Flughafen Zürich. Dieses Stück ist original, das wurde herausgelöst bei der letzten Renovation der Piste, ist 15 Kilo schwer, hat einen ideellen Wert von ein paar Millionen und einen materiellen Wert von etwa 6,50 Franken. Und wir werden Ihnen diese 15 Kilo oder 6,50 Franken am Montag dann ins Büro liefern. Danke, dass Sie zu uns gekommen sind. Bundespräsident Alain Berset, sehr leicht und er hat Kraft, man sieht es. Ein handliches Stück Piste. Danke vielmals an dir, lieber Josef. Ja, da ist die Piste.